Vier Position Clean erarbeitest du dir die Technik des Umsetzens anhand von verschiedenen Positionen, denen eine Nummer zugeordnet ist. Es gibt Position 1, 2, 3, 3,5 und letztendlich 4, die komplette Körperstreckung. Jede Position für sich ist auf jeden Fall wichtig und auch im Prinzip so umzusetzen, wie ich dir das jetzt vormache. Du startest erstmal in einem Hüft- bis Schulterbreiten Stand. Die Handflächen sind leicht außerhalb der Hüftbreite. Die Zehenspitzen können leicht nach außen zeigen. Position 1 sieht so aus, dass du mit der Stange mit der Schienbeinhöhe die Position erhältst. Die Schulter ist schon ganz, ganz leicht vor der Stange. Das ist eine ziemlich aufrechte Position, wobei die Schulterblätter nach hinten gezogen und der Blick gerade ausgerichtet ist. Jetzt geht es in Position 2, die Parallelverschiebung. Das heißt, der Winkel der Schulter zur Stange bleibt bestehen, bis du auf Höhe der Kniescheibe die Position 2 hältst. Jetzt kommt erst der Punkt, in der die Hüfte sich öffnet, indem du aufrichtest und im unteren Drittel des Oberschenkels den ersten Kontakt hast. In dieser Position ist die Schulter jetzt genau oberhalb der Stange. Das ist die Position 3. Von da aus gehst du in die Position 3,5, in der sich Knie und Hüfte strecken. Die ist wichtig, damit du auch lernst, erst einmal über den kompletten Fuß dich nach oben hin zu strecken. Und von da aus in Position 4, dass die Schulter nach oben gehen, du dich über die Fersen abhebst und eine leichte Bogenspannung aufstellst, in der Intention, dich möglichst hoch zu strecken in Richtung Decke. Nochmal vorgemacht. In der 1, leichte Vorlage, relativ aufrecht, allerdings kein Kontakt am Schienbein. 2, Position der Schulter zur Stange bleibt, immer noch kein Kontakt zum Körper. Jetzt Position 3, aufrichten. Bis zum ersten Kontakt zum Oberschenkel im unteren Drittel. 3,5, die Hüfte. 4, die Körperstreckung. Und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei.